braucht alles halt wirklich einfach mehr Zeit. Also jetzt mal schnell die Treppe hochrennen, da runterrennen geht halt nicht. Ina ist 27 Jahre alt. Im vergangenen Jahr hatte die junge Frau einen schweren Schlaganfall. Ja, immer die letzten 5 Stufen, das ist, sag ich mal, unkompliziert. Also wenn ich mich da gesehen habe, war ich immer okay, Treppe gemeistert. Seit dem Schlaganfall hat sie Schwierigkeiten mit ihrer linken Körperhälfte. Kleinigkeiten im Alltag fallen ihr schwer. Meine linke Hand kann er nicht so gut festhalten. Beziehungsweise, ich glaube, ich würde mir jetzt auch mit einem Messer nicht unbedingt zutrauen. Und das sozusagen, also ersetzt ja sozusagen die Hand, dass ich halt alles trotzdem schneiden kann und machen kann. Kleine Alltagshelfer geben ihr ein Stück Selbstständigkeit. Es ist halt schon wichtig, dass ich möglichst viel alleine tun kann und nicht jetzt immer für alles jemanden brauche. Es gibt Situationen, in denen Ina auf Unterstützung angewiesen ist. Ist das so gut, denkst du? Immer an ihrer Seite Ehefrau Vanessa und ihre einjährige Tochter Olivia. Jetzt können wir kuscheln. Eine große Liebe mit einer bewegenden Geschichte. Kennengelernt haben sich Ina und Vanessa in der Schule. Anfangs war es nur Freundschaft. Also ich wusste halt noch nicht, dass ich auf Frauen zu sagen stehe. Ja, und hatte ich ein halbes Jahr wirklich Liebeskummer. Also wirklich ganz, ganz doll. Und dann dachte ich so, ob ich die Freundschaft lieber aufgebe, weil mir das dann auch irgendwie auch wehgetan hat, wenn du mir von deinen Dates mit Männern erzählt hast. Und dann im November 2016, das war der 26., da war so das erste Mal so ein ganz besonderer Moment. Und ja, dann war es so, ne? Ja. Kann ich gar nicht so richtig beschreiben, ne? Am 16. August 2021 heiratet das Paar. Ich verspreche dir, egal welche Hürden uns noch bevorstehen, zusammen werden wir sie meistern. Danke, dass wir zusammen unsere Träume angehen und sie eines Tages vielleicht sogar alle verwirklichen. Als Couple on Tour teilen die beiden ihren Alltag auf Social Media. Auch als Vanessa mit Hilfe eines Samenspenders schwanger wird. Oh Gott, ich hab das gesagt. Wir hatten echt Glück bisher in unserem Leben, also muss ich sagen. Wir hatten, die Schwangerschaft hat direkt beim ersten Mal geklappt. Die Hochzeit war super schön. Ein Leben wie im Bilderbuch. Wir waren uns schon ziemlich sicher, dass wir irgendwann in einem Haus mit Garten leben wollen. Mhm. Wir wollten eigentlich, immer 2 Kinder. Ja. Doch der 12. Juli 2022 verändert das Leben von Ina und Vanessa schlagartig. An diesem Tag sind die beiden bei Vanessas Mutter zu Besuch. Im Sportzimmer wollen sie ein paar Übungen machen. Vanessa ist hochschwanger. Na, ist Ina auf diese grüne Matte gegangen und ich bin auf das Laufband gegangen und habe auch ein paar Schritte gemacht, weil ich auch in der Schwangerschaft einfach immer so versucht, wir haben schon immer so versucht, 10.000 Schritte zu schaffen. Auf dem Laufband merkt Vanessa plötzlich, dass mit Ina etwas nicht stimmt. Also, er war beim Sit-Ups gerade machen und dann hat sie mich halt so angeguckt, total anders. Also, der Mund war dann so rechts und das links war halt gelähmt. Und dann habe ich gemerkt, dass was richtig Schlimmes ist. Also, dass es nicht nur irgendwie so 2-3 Sekunden war, sondern dass irgendwas wirklich nicht gestimmt hat. Und bin ich halt zu dem Balkon gerannt, habe die Tür aufgemacht und habe meine Mama direkt gerufen. Vanessas Mutter Madeleine ruft umgehend den Krankenwagen. Sie war ja auch so, dass sie fast weggetreten ist, da nebenbei immer wieder. Und dass ich immer gesagt habe, Ina, bleib da und bleib bei uns. Das war ganz schlimm. Ich habe dann richtig Angst gehabt. Also ich weiß, dass mir irgendwer irgendwas gesagt hat, aber ich kann mich nicht mehr so richtig dran erinnern. Also, weil es war, also war so viel. Etwa 10 Minuten später kommt der Rettungsdienst. Wollte ich mitkommen, aber ich durfte nicht mitkommen. Ina kommt sofort ins Krankenhaus. Sie wird 4 Stunden notoperiert und ins künstliche Koma versetzt. Ihre Vorfreude auf das Kind wird von Inas Schlaganfall überschattet. Ich habe immer darüber nachgedacht, wie die Geburt für uns beide sein wird. Und das ist, ja, uns die ganze Zeit so gefreut. Ich wollte auch gar nicht im Moment mehr Mutter werden. Man wollte sich ja sozusagen voll und ganz auf das Kind fokussieren und, sag ich mal, mit ihr Zeit zu verbringen. Doch Ina verpasst die Geburt. Sie liegt bereits 2 Tage im Koma und kämpft um ihr Leben, als Vanessa ihre gemeinsame Tochter Olivia zur Welt bringt. Es war schrecklich, weil ich wollte einfach diesen Moment immer zusammen erleben. Das war mein Traum. Ich glaube, das ist unser, größter Verlust so als Paar. Ja. Es ist so schlimm einfach, dass uns das weggenommen wurde. Ja, es tut mir halt irgendwo auch leid, also auch wenn es jetzt dumm vielleicht klingt, aber
Das ist eher so, dass mir richtig doll leid tut. Du kannst das nicht. Mein blöder Kopf, mein blödes Herz. Nach 6 Tagen kommt Ina langsam wieder zu Bewusstsein. Ina war teilweise ansprechbar. Also wir haben mit Fingern kommuniziert. Also beziehungsweise hast du mir was auf meine Handflächen gemalt. Ein paar Tage später hält Ina zum ersten Mal ihre Tochter im Arm. Also ich war irgendwie so ein bisschen überfordert, weil sie so krass klein war. Und ich dachte die ganze Zeit, dass ich irgendwas kaputt machen könnte. Also ich wollte einfach ganz, ganz vorsichtig sein. Im Krankenhaus übt sie langsam wieder das Gehen. Ja. Ja. Ich weiß. Okay, reicht doch. Reicht. Ihre Fortschritte dokumentieren sie auf Video. Ina trägt in dieser Zeit eine Perücke. Diese verdeckt ihren kahlgeschorenen Kopf und ihre OP-Narbe. Auf Social Media zieht sie sich zurück. Also am Anfang wollte ich überhaupt mich gar nicht zeigen. Da wollte ich mir am liebsten eine Papiertüte über den Kopf ziehen, weil ich irgendwie gar nicht bereit war, irgendwie die ganzen Kommentare. Und es war mir alles viel zu viel. Schritt für Schritt kämpft sich Ina zurück ins Leben. Inzwischen zeigt sie sich wieder häufiger auf Social Media. Die beiden haben inzwischen über 2,5 Millionen Follower auf Instagram. Eine Frage bleibt. Dieses Warum ich, also hat mich schon doll begleitet. Glaub ich dir. Man denkt immer so, man hat sich ja gesund ernährt. Du hast nicht geraucht. Nicht geraucht, ich habe keinen Alkohol getrunken. So. Und dann fragt man sich natürlich, warum bin ich als warum gesunder ich? Mensch, ne, der sich gesund ernährt hat, krank geworden im so jungen Alter. Das stimmt. Ja. Der Grund für den plötzlichen Schlaganfall ist ein Loch im Herzen, weiß Neurologe Professor Frank Erbgut. Loch im Herzen ist das Stichwort. Dieses Loch in der Scheidewand, das hat man im Mutterleib und es verschließt sich in aller Regel dann, wenn man sozusagen auf der Welt ist. Aber immerhin bei 25% der Menschen, ein Viertel der Bundesbürger, haben so ein Loch. Daran sehen Sie schon, so schlimm für sich genommen kann es gar nicht sein. Doch bei übermäßiger Anstrengung können kleine Blutgerinnsel durch dieses Loch aus der rechten Herzseite in die linke Herzseite gelangen und von dort in den Kopf wandern. Im Gehirn verschließt das Gerinnsel ein Gefäß. Wie bei Ina kommt es zum Schlaganfall. Also es war ja eine Menge Hirngewebe auch betroffen und so ein Gerinnsel ist schon eine dramatische Geschichte und es war auch eine dramatische Situation am Anfang und sowas ist grundsätzlich auch lebensbedrohlich. Nach 11 Monaten wird Ina aus dem Krankenhaus entlassen. Der Alltag fällt der 27-Jährigen noch schwer. Ja, es hängt eigentlich alles an dem Arm. Also das ist einfach wirklich was, was noch echt doll fehlt. Doch was anfangs noch unmöglich schien, Ina kann wieder laufen. Die 27-Jährige hofft, dass sie bald auch wieder Auto fahren kann. Uhu, pass hier auf mit rechts vor links, ne? So ein Beifahrer bin ich halt. Du bist richtig nerviger Beifahrer, gell? Ich gefahren, also ich fahre auch extrem gerne. Und auch einfach besser als ich, wenn man auch einfach mal so ehrlich ist. Das weiß ich jetzt nicht. Doch schon. Also ich habe jetzt 3 Fahrstunden genommen. Und will jetzt wahrscheinlich noch 2 machen, also das müsste ich nicht machen. Aber habe jetzt so für mich irgendwie festgelegt, dass ich es machen will. Die 2 Jahre nach dem Schlaganfall sind entscheidend für Inas Genesungsprozess. Deshalb geht sie unter anderem 3-mal in der Woche zur Physiotherapie. Ich will einfach für meine Familie da sein. Weißt du, wir haben ja jetzt auch eine Tochter. Und ich will einfach, dass sie mich sozusagen von meiner bestmöglichen Seite kennenlernt. Physiotherapeutin Nathalie Bobay trainiert Ina bereits seit 6 Monaten. Man macht keine Prognosen, weil es natürlich auch irgendwo demotivierend ist, wenn man sie nicht erreicht. Deswegen versucht man sich eher kleine Ziele zu stecken und dann ja, daran zu arbeiten. Da ist die Neurologie einfach nicht so aufschlussreich, dass man sagen kann, der Arm wird in 2 Jahren halt wieder vollständig einsatzfähig sein. Ihren Kampfgeist hat Ina nicht verloren.
Manchmal muss man sie sogar ein bisschen bremsen, ne, als dann noch mehr zu pushen. Aber ja, es hat sich auf jeden Fall in dem halben Jahr schon viel verbessert. Ach schön, wir können ruhig noch weitermachen an der Stelle. Inas großer Wunsch, sie möchte schon bald ihre Tochter selbstständig hochheben. Und hier zurück. Also wenn ich überlege, dass ich eigentlich tot wäre, so, und dass ich jetzt hier bin und, sag ich mal, der Kleine zugucken kann, wie sie aufwächst, ist schon richtig toll. Jetzt können wir kuscheln. Geht das wieder?